Guten Tag allerseits. Im letzten Video habe ich erklärt, was ein Dictionary ist und was die Unterschiede gegenüber einem Array sind. In diesem Video möchte ich jetzt ein Projekt aufsetzen, wo wir uns diese Eigenschaften des Dictionaries etwas zunutze machen können. Ich mache das mal übers Terminal, damit Sie unabhängig von der Entwicklungsumgebung, die Sie verwenden, die ganzen Schritte auch nachvollziehen können. Also geht einmal auf New Terminal. Ich mache das ein bisschen größer. Auch die Schrift kann ich etwas vergrößern. Und ich gehe jetzt mal hier ins Verzeichnis, bin in meinem Benutzerverzeichnis, code.frickelbude.ch, Unterverzeichnis M426 für unser Modul 426. Und dort drin lege ich jetzt ein neues Verzeichnis an. MKDIR nennt das Shopping Cart. Wir wollen nämlich eine kleine Anwendung bauen, womit man einen Einkaufswagen oder einen Warenkorb ein bisschen simulieren kann. Gut, das habe ich erstellt. Ich wechsle jetzt in dieses Verzeichnis hinein und mache dort mal Git Init. Denn wir wollen ja den Code mit Git verwalten schlussendlich. Gut, als nächstes erstelle ich eine neue Solution. Das machen wir mit .NET New SLN. Das an, ja, Shopping Cart SLN wurde erstellt. Das ist gut, das kann ich gleich mit Git Add hinzufügen. Und jetzt mache ich eine kleine Konsolenanwendung. .NET New Console. Und speichere die im Output-Verzeichnis Shopping Cart. Das hat funktioniert. Ich füge jetzt diese Konsolenanwendung der Solution hinzu. .NET SLN Add Shopping Cart. Und zwar wähle ich das CS Project File, das ich da hinzufüge. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles geklappt hat. Dann kann ich .NET Run minus Project Shopping Cart ausführen. Und sehe da, Hello World kommt raus. Also das hat geklappt. So. Jetzt, wo wir das Projekt erstellt haben, können wir es mal in Visual Studio Code öffnen. Open Folder. Dann gehe ich auf mein Verzeichnis. Wo habe ich es? Code.frickelbude.ch, M426 und dann Shopping Cart. Mach gleich alles auf. Seht hier das Solution File und den Shopping Cart Ordner mit meinem Beispielprogramm. Minimalistisches Hello World. Soweit mal so gut. Ich werde gefragt, ob ich die Assets hinzufügen möchte. Ich wähle mal Ja. So, und ich kann jetzt das mal über Run without Debugging ausführen. Und das sollte eigentlich immer noch Hello World ausgeben. Das hat funktioniert sehr gut. So, nun wechsle ich aber in mein Terminal zurück. Ich glaube, ich ein neues aufmachen. Ja, funktioniert. Und ich möchte jetzt die ganzen Sachen, die ich hier erstellt habe, möchte ich mit Git verwalten. Wichtig ist, ich habe hier diese Binärdateien und Objektdateien und das VS Code Verzeichnis. Das muss nicht unbedingt in Git drin sein. Darum mache ich hier ein neues Git Ignore File. Und gebe einfach mal hier diese Ordner an, die ich nicht drin haben möchte. Mache das zu. Füge es per Git hinzu. Git Status, da habe ich da ein modifiziertes Solution File und natürlich dieses ganze Verzeichnis Shopping Cart, das noch nicht dazu gehört. Shopping Cart und Shopping Cart Solution füge ich jetzt mal hinzu. Git Status, okay, diese Dateien kommen dazu. Und ich mache jetzt einfach mal Git Commit. Der Message Initial Commit. So, das wäre jetzt drauf. Jetzt möchte ich ja das nicht nur lokal haben, sondern auch Ihnen zur Verfügung stellen. Und dazu gehe ich ins
Gitti, also code.frickelbude.ch, Modul 426. Ich mache da ein neues Repository, nenne das mal Shopping Cart. Mache es gleich öffentlich. Beschreibung lasse ich mal weg. Erstelle das. Und jetzt hier bei der Anleitung kann ich diese Zeile entnehmen: Git Remote at Origin und dann die URL. Ich arbeite da mit SSH. Gehe zurück in Visual Studio Code. Kopiere das hinein. So, und jetzt kann ich Git Push Upstream Origin. Pushe da den Master Branch. Sehr gut, jetzt ist das oben und wenn ich es aktualisiere, dann sehe ich jetzt meinen Code. Das Projekt wäre also bereit und als nächstes kann man damit anfangen zu programmieren. Dazu in einem weiteren Video.